Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine Kultur der Qualifizierten, der Fähigen und der Fleißigen. Was wir dagegen nicht brauchen, das ist eine Kultur der Quoten. Leider wird den Unternehmen künftig per Bundesgesetz vorgeschrieben, wie ihre Vorstände besetzt werden sollen. Denn wenn der Vorstand eines Unternehmens aus mehr als 3 Personen besteht, dann muss nun eine Frau mit dabei sein. Völlig egal, ob qualifiziert, fähig oder fleißig. Das, meine Damen und Herren, ist gelinde gesagt Sexismus pur. Mit der neuen Regelung greifen Sie von den Altparteien wieder einmal schamlos in grundlegende Freiheitsrechte ein. Wieder einmal ebnen Sie den Weg in Richtung planwirtschaftlichem Sozialismus. Denn das entscheidende Kriterium, die Qualifikation, sie spielt in Zukunft keine Rolle mehr. Eine Stärkung unseres wirtschaftlichen Standortes ist damit wohl kaum zu erwarten. Das scheint Ihnen aber auch nicht ganz so wichtig zu sein. Dass ausgerechnet die CSU hier ganz vorne mitspielt, wundert wohl kaum jemanden. Söder und seine Partei, die sich Quoten auch im Kabinett auf die Fahnen geschrieben haben, bieten sich ihrem künftigen Koalitionspartner an, nämlich den Grünen. Der Ministerpräsident hat es damals bei der Kabinettsumbildung ja selbst gesagt und auch noch voller Stolz: Parität der Geschlechter. Das scheint die neue Losung zu sein. Zum wiederholten Mal wird deutlich, wer CSU wählt, der bekommt schließlich die Politik von Katharina Schulze und Annalena Baerbock. Und wer dagegen Freiheit will, der muss sein Kreuzerl eben bei der AfD machen. Meine Damen und Herren, Quoten sind ein Mittel des Zwangs. Sie greifen zutiefst in unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung ein, in die Eigentumsfreiheit und in die Berufsfreiheit. Und natürlich widerspricht es auch dem Ansinnen der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Namhafte Staatsrechner lehnen sie deshalb ab. Denn es lässt sich juristisch nicht rechtfertigen, Unternehmen, in denen es keinen ausreichend qualifizierten Frauen gibt, dazu zu zwingen, Personal einzustellen, das möglicherweise ungeeignet ist. In Summe gesehen stiften Frauenquoten Chaos und schaffen Widersprüche. Dabei will ich Ihnen ja nicht mal absprechen, dass Sie es mit uns Frauen gut meinen. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. So sind und bleiben Frauenquoten leistungsfeindlich, freiheitsfeindlich und diskriminierend. Und sie bewirken schließlich nur eins, dass wir uns weiter auf den Weg machen in die linksfeministische Planwirtschaft. Meine Damen, uns Frauen stehen in Deutschland alle Türen offen, auch ohne eine verfassungswidrige Quotenregelung. Wir haben heute dieselben Möglichkeiten wie die Männer, selbstverständlich. Mit unserem Antrag setzen wir als AfD-Fraktion daher ein klares Signal für Chancengleichheit und Freiheitlichkeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Frau Abgeordnete.